Aber wir kommen zur nächsten Folge. Mittlerweile ist es schon recht dunkel geworden hier auf dem Spiel. Ich begrüße natürlich wieder Ellie. Ich grüße euch und dich. Danke. Und ja, wie gesagt, Ellie muss jetzt erstmal betankt werden, deswegen versuche ich mich hier durchzuschlängeln, irgendwie, um dann halt zu Ellie zu kommen. Das hat natürlich ein Klitschko-kleines Problem. Bin falsch abgebogen. Wo da, steckst du denn? Da ist die Brücke eigentlich, aber vielleicht schaffe ich es ja hier irgendwie durchzukommen. Bäume sind jetzt nicht so viele in der Nähe. Muss ich jetzt wirklich mal mein Glück versuchen. Könnte ein bisschen Tiefwasser sein. Ein bisschen ist gut gesagt. Es ist echt verdammt tief hier. Aber ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Und wenn, dann könnte ich meine Winde holen. Die Winde, die kann nicht auch. So. Ich mache erstmal eine Holzfällerpause, Leute. Eine Holzfällerpause. Mach erstmal ein Holzfäller-Picknick hier im Wald und warte erstmal. Ich habe in mühevoller Handarbeit die Stämme beladen mit dem Kran. Das brauche ich erstmal. Guck mir erstmal Erwin auf der Karte an. Das ist auch was Schönes. Das ist auch was Feines, genau. Kannst, ja, du, kannst du noch ein bisschen lachen hier. Ja, ich sehe deinen schönen Pfeil erstmal wandern und dampfe mal so ein bisschen. Aber denk dran, da ist Tiefwasser, ne? Also, ja, ich bin ja schon durch. Ich bin ja schon durch. Ich bin ja schon wieder auf dem Festland, aber ich hab mir jetzt schon wieder hier festgefahren. Nee, du hast ja hier den See, wo du irgendwie dran rummeln musst, ne? Also, ach so, das meinst du? Ja. Das wird oder ein Problem da. Ich kann dich jetzt nicht mehr rausholen. Nee, da hab ich jetzt. Ja, muss ich jetzt. Die Suppe muss ich jetzt alleine auslöffeln, ja. Genau. Das ist eigentlich eine passende Wortwahl dafür. Ich versuche jetzt nur herauszufinden, wo ich jetzt am besten lang fahre. Jetzt müsste ich, theoretisch muss ich jetzt nach rechts, richtig? Pfeilrichtung, Blickrichtung. Du könntest rechts fahren, das geht auch, ja. Vorausgesetzt, ich komme hier aus noch rechts durch, weil meiner ist schon wieder feste. Da kann ich mich ranhängen, alles klar. So. Könnte ich ja mal gucken, zur Werkstatt könnte es ja gehen. Ich versuch's einfach erstmal. Dann sehen wir ja, ob es klappt oder nicht klappt. Und notfalls bringe ich den Wagen in Position und ja, sehen wir ja dann, ne? Ich steck schon ziemlich in der Scheiße hier. Ja. Versuchen wir jetzt nochmal. Suchst dir auch immer die harten Strecken aus, ey. Ja, von nichts kommt nichts. Oh, komm, Leute, ernsthaft. Versuche ich jetzt nochmal so. Dann muss ich ja irgendwie rauskommen hier. Gut, alles klar. Und schon kann es weitergehen hier. Da ist nämlich die festere Strecke. Und dann bin ich auf jeden Fall glücklicher. So. Oh, hier ist ja auch schon eine Holzhütte. Jetzt muss ich nur noch irgendwie. Eieieiei. Habe ich irgendwas verstellt, dass ich keine Rundumsicht mehr nutzen kann? einfach. Du hast jetzt wahrscheinlich den rechten Analogstick gedrückt, ja, wa? Ja. Ja, dann drücken wir einfach mal nochmal rein. Aber wähl vorher den Gang aus. Nee, geht immer noch nicht. Na, ist die Gangschaltung groß oder ist die eher kleiner? Die ist manuell geschaltet. Aber der reagiert jetzt nicht mehr auf meine Eingabe. Fahre ich jetzt hier wirklich nochmal durch? Ich weiß nicht. Ah, das ist ein sehr gefährlicher Wasserstand hier auf jeden Fall.
Aber es könnte klappen. Eigentlich nur den rechten Analogstick wieder rindrücken, dann müsstest du eigentlich wieder weiterkommen. Nee. Macht da gerade nicht. Den linken Stick vielleicht. Alter, ich komme nicht mal den Berg hier hoch. Oh nö, komm, komm, komm. Ja, ja, genau, kämpf dich durch. Ja, ja, ich krieg gleich einen Abgang geschafft. Und der Truck ist wieder sauber. Du, ich komme nicht den Berg hoch. Wo willst du lang? Fahr mal unten lang. Ich wollte dir jetzt entgegenkommen. Kannst du jetzt deine Sicht wieder umstellen oder nicht? Ja, ja. Gut. Geht. Nee, du. Kommst den Berg nicht hoch? Nee, definitiv nicht. Mist. Nicht mal mit Differentialsperre? Nee. Handbremse ist aus? Ja, ja. Allrad ist an? Ja, ja, alles an. Dann versuch die andere Strecke, ist auf jeden Fall besser. Weil ich habe jetzt hier nämlich schon da den Tankwagen so hingestellt, dass ja, wie gesagt, das Holz, also deine Holzlader auf jeden Fall gleich tanken könnte. Hier muss ich aber kämpfen, dass ich durchkomme, ey. Jedes Mal muss ich hier die Winde benutzen, damit ich überhaupt was hochkomme. Und vorhin hat es hier in Süde geklappt, mit Differentialsperre an und dann durchzuziehen. Aber hier wird es natürlich jetzt problematischer. Kommst du den Berg echt nicht hoch, wa? Keine Chance. Ach, verdammt. Und ich kipp um. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt bist du ja nicht mehr angezeigt. Nee, dein Pfeil ist nicht mehr da. Scheiße. Ja, dann pass mal auf, ich hole dir gleich ein Fahrzeug und dann versuche ich dich denn gleich umzudrehen. Aber ich will nur noch schnell hier das Fahrzeug, was ich jetzt hier habe, in Position bringen. Das werde ich in der Nähe der ersten Stammausgabe jetzt mal rüberziehen. Und dann mal gucken. Ja. Keine Chance. Wir hätten zusammenbleiben müssen, wa? Ladung ist auch verloren. Echt? Ja. Umgefallen, das war's. Meine Ladung. Tut mir leid für dich, tut mir echt leid. Scheiße. Oh, sag mal nicht so. Mist, Mist, Mist. So, na gut, okay. Dann nehme ich jetzt mal den blöden B130 hier. Hat doch kein Benzin mehr. Dann fahre ich mal schnell zu Elli rüber. Was ist mit B130? Besseres habe ich jetzt gerade nicht. Obwohl, warte mal, ich habe da noch hier den den C4, 4, 3, ja, du weißt schon, was ich meine.
Genau, aber der hilft uns auch nicht definitiv. Ah, ist das ein Krabs, aber auch. Ich Ja. hab's fallen sehen. Fall geht's am besten lang. Auf jeden Fall erstmal zur Werkstatt. Da werde ich das Ding umsatteln und dann ist es gut. Bruchpilot hier. Ja, das Problem ist auch, ich kann auch kein anderes Fahrzeug nehmen. Bin ja leider, dauert ja nicht lange, dann bin ich auf jeden Fall da. So, diese Folge also Rettungsmission für Ellie. Aber suchen wir unser Glück mal. Da hinten bist du erst. Ja, wie gesagt, was Besseres habe ich jetzt nicht machen können. Und mit dem Laster wollte ich jetzt nicht durch die Walachei fahren, nur um den gelben da freizuschalten, den K700 da. Mit dem wäre natürlich echt leicht, dich wieder hochzubringen. Aber damit müsste ich dann auch erstmal zu dir rüberkommen. Oh, Licht an natürlich, damit wir hier was sehen. Das Aber fahren wir man ja kann auch schon. das Fahrzeug nicht wechseln. Doch, wenn du auf der Karte bist. Ja, weil du kannst jetzt nicht sagen, ich will zur Werkstatt und das war's. Ich fange neu an. Das geht ja nicht. Nee, das Bin geht quasi, nicht. ich kann auch, ich kann das Fahrzeug ja nicht nochmal nehmen. Ich bin quasi verdammt jetzt da liegen zu bleiben, bis ich gerettet werde, weil ich kann ja nichts aufladen, weil ich brauche das Fahrzeug ja. Ja. Ja, genau, so Das sieht's ist aus. Scheiße. Ja, das Ja, ist es totaler ist. Scheiß. Du kannst nicht eben mal so sagen, ich nehme jetzt ein anderes Fahrzeug und mach das. Nee, das geht ja eben nicht. Nee, wie gesagt, jetzt ist es nur noch ein Katzensprung. Jetzt muss ich nämlich nur noch auf der Asphaltstraße irgendwie zu dir kommen, dann ist es auch gut. Dann werde ich nochmal schnell zur Werkstatt rüber düsen, manchmal schnell umbauen, damit ich leichter bin. Und dann sattel ich dich um. Da oben ist ja auch gleich eine Kraftstoffausgabe. Dann werde ich mir meinen Kleintank aufbauen. Dass ich da den Berg nicht hochkomme. Das ist es ja. Ich komme ja nicht mal den Berg hoch. Kann nichts machen im Moment. Ich liege da nur. Das ist ja das Schlimme. So. Bin ich ja gleich bei der Werkstatt. Müsste ich jetzt hier hochfahren. Genau. Dann baue ich das Ding mal um. Trotzdem kotzt es mich immer noch an, dass dieses eine Fahrzeug, was ich zeigen wollte, nicht da ist. Oh, nein, 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 nein! Oh, Ellie, du wirst mich schlagen. Ich kenne Meinst jetzt. du? Wenn du diese Folge anguckst, ey. So, Anhänger Bin ja lösen. gespannt. Dann versuchen wir uns irgendwie jetzt mal zurückzuziehen. Hier. Ja, die Sonne kommt, sehe ich eher nicht mal Malheur, mal Malheur. Ist doch gar nicht so schlimm, dass ich hier umgekippt bin. Komm, Oh, komm, ich komm, habe komm, nichts mehr. komm, 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 komm. Hab auch nichts mehr im Tanke, das ist ja auch schlimm.
direkt starten hier. Ist ja noch schlimmer. Also, weil, nur weil ich zu zügig rüberfahren wollte. Muss ich jetzt irgendwas finden, um mich wieder umzudrehen hier? Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ja, nicht so gut. Wo hänge ich mich jetzt hier am besten ran? Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt sieht es sehr gut aus. Abgesehen vom natürlich vom gefährlichen Wasserstand. Aber wenn ich das Ganze dosiert rüberbringe. Muss erstmal hier von der Brücke runter, weil ich ja runtergefallen bin, dummerweise. Ah, da jetzt aber wieder weiter. Ha! Gut, Elli, ich hab mich befreien können. Das ist sehr schön. Trotzdem blockiert jetzt mein Anhänger den Weg. Das Schlimme ist ja, ich muss ja dieses Kackholz wieder aufladen. Naja, also, wenn ich denn schon dabei bin. Scheiße. Komme ich hier natürlich nicht mehr weiter, oder was? Ich könnte heulen. Obwohl, das wäre noch eine Möglichkeit, darüber zu fahren. So, und jetzt ganz perfide nach geradeaus wieder. Was denn? Ich bin jetzt mit dem nächsten Fahrzeug erstmal unterwegs und versuche da mich ein bisschen einzuschubsen. Okay. Meine letzte Hoffnung. Das wäre eine Möglichkeit hier. So. Genau, dann schiebe ich mich einfach wieder rüber. Ha! Und jetzt wieder auf die Straße. Dann muss ich den Anhänger erstmal beiseite schubsen. Ach nee, ich kann ja tricksen. Du kannst tricksen. Ja, wenn der Anhänger zur Seite. Ja, ich kann es versuchen. Der Anhänger, der ist ja jetzt hier blöderweise so schön auf der Seite gefallen. Aber wenn ich jetzt den so weit ziehe, dass er wieder auf allen Vieren ist. Jetzt ist er runtergefallen. Gut, Elli. Nö. 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 Was nö? Absolut nö. Nö. Nö will ich nicht hören. Also das mit mir und dem Fahrzeug hier wird nicht mehr. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ja, hier eine Folge. Aber wenigstens haben wir aufgedeckt.
Was ist der C255 für ein Fahrzeug? Das muss ich trotzdem in Erfahrung bringen. Elli, du fährst ja schon wieder? Nee, naja. Ja, doch, ich fahre. Mit dem zweiten Fahrzeug, ja. Ja. Und versuche, da unten liege ich, mich da in irgendeiner Art und Weise zu befreien, dass ich. Mich mal so ein bisschen anschubse. So, fortgeschritten, was können wir denn nehmen? Liter, Mehrzweckanbauteil, alles klar. Aber wir brauchen ja das Fahrzeug, das ist ja das Problem. Ja, dann komme ich nicht drum rum. Also erstmal wieder zu Kraftstoff. Von da aus denn darüber. Bin ja auch bedeutend leichter gerade, deswegen das ja eigentlich klappen müsste. So. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich die dümmsten Strecken nehmen dafür. So, fortgeschritten, aus damit. So, nichtsdestotrotz, wir haben die Folge überzogen, fällt mir gerade auf, also ich zumindest. Ich werde nochmal versuchen, jetzt hier nochmal einen Tankwagen fertig zu kriegen, so einen kleineren aber. Dann werde ich mal versuchen, Eddie nochmal zu helfen, wenn er noch muss. Ja, ich versuche mich gerade selber hier rauszuholen. Ui. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass dieses Fahrzeug hier nicht aufstehen will. Ah, gut. Das Fahrzeug will nicht aufstehen. Ne. Thank you.
Die haben ja auch beschissene Fahrzeuge gegeben dafür. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Oh, meine Güte. Und schon kämpft er wieder. Also ohne Winde zu arbeiten ist quasi unmöglich hier. Ja, ich hab ihn wieder hingestellt. Alter Falter. Ruf wieder nach einer Pause. Mensch, ich wollte die Folge beenden. Also, bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.